Ich bin Maximilian Gundmann, bin 12 Jahre alt und spiele, seitdem ich 5 Jahre alt bin, Tennis. Ich trainiere 4-mal in der Woche, 3 Stunden, 2 Stunden Tennistraining und 1 Stunde Konditionstraining. Erstmal am Anfang vernünftig aufwärmen, damit wir keine Zerrung kriegen, halt Laufschule und sonstige Dinge. Dann vernünftig einspielen, Aufschläge, Cross, Longline, Slice. Und dann kommt drauf an, wenn wir uns für ein Turnier vorbereiten, spielen wir dann halt Punkte. Und wenn wir irgendwie jetzt eine Pause haben, Turnierpause, dann gehen wir halt an die Techniksachen dran. Ja, und ich gebe halt immer Vollgas, will jeden Punkt gewinnen. Ein guter Tennisspieler muss sympathisch erstmal sein. Der darf nicht überheblich rüberkommen, damit man auch Freude am Spiel hat. Deswegen, man macht sich dann nur damit unbeliebt. Man muss psychologisch tough sein, weil im Kopf spielt sich das Spiel schon vorher ab. Ich bin 2-mal norddeutscher Meister im Doppel geworden und habe die Westfalenmeisterschaften im Einzel und im Doppel gewonnen. In Luxemburg habe ich gegen die Nummer 1 und 2 aus Belgien gewonnen. Das hätte keiner gedacht, weil die Deutschen gewinnen auch nicht häufig gegen Belgier. Also es war schon gut, das war unerwartet. Einer meiner schönsten Erfolge auch. Wählt mich zum Sportass, weil ich ein Fighter bin.